So Leute, jetzt gibt es, wenn Menschen einen absolut schlechten Tag haben, das Video ist von Braintime, schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und go! Hi! Oh Gott. Das ist ein Auto. Ja, und wo willst du damit hin? Unter vielen Gigabytes langweiliger Videos haben wir einige der aufregendsten und unterhaltsamsten Videos für dich ausgegraben, die dir den heutigen Tag sicher verschönern werden. Los geht's. Ach, schönes Boot. Ich kann euch sagen, der wird nass. Oh, Brody. Das sieht man doch schon, dass das nicht funktioniert. Ich werde alle feiern, Mann. Der kriegt schon richtig Ärger. Der beste Fliesenleger bekommt eindeutig diese. Ah ja, das kennen wir, glaube ich. Der haut jetzt da so drauf und bumm, weil er ihm den falschen Hammer gibt. Er muss ihm nämlich den mit dem Gummi. Es gibt nämlich so einen Gummihammer. Was war? Nein! Er nimmt den. Oh. Ja, viel Spaß beim Wiederaufrichten. Oh Gott, der regt sich richtig auf. Die beste Alarmanlage, die du je gesehen hast. Das ist Vladivostok, Baby. Alter, das ist alles Eis. Darunter ist ein Auto. Alter. Geht dabei irgendwas kaputt? Ein Fang, den es beim Winterangeln definitiv nicht hätte geben dürfen. Oh Gott, der ist so hoch. Der ist. Ah, nein. Ja, schade. Dieses Gefühl, wenn dir jemand einen schmutzigen Teller in die Spüle stellt, während man gerade das Geschirr spült. Oh nee, da kommen wir jetzt noch mehr runter. So eine Dachlawine. Da kommen jetzt die Dachlawine. Ah, ich dachte, da würde mehr kommen. Weil die sind teilweise, sind das in Österreich zum Beispiel, echt dicke Brocken. Ja, oh mein Gott. Ja, das war ja sogar noch wenig. Da muss man sogar aufpassen. To celebrate launching my brand. Ich wollte die Einführung meiner Marke feiern. I thought champagne would be perfect, but. And now it's time. You like my sweatpants? Yeah. Here we go. Oh ja, oh, das ist. Oh ja. Ja, das war jetzt ja. Also das ist ja höchstens ein bisschen aufwischen. Da haben manche Zehntausende. Oh, was ist. Oh, was ist das? Nein, ist. Ist das? Ist es, was ich denke, was es ist? Ach so, ich sehe das auch gar nicht so 100%. Ja, da ballert es gerade raus. Ich glaube, das ist Schokosauce. Da kommt, da lüpft das auch so richtig schön runter. Ja, ich schätze mal, es ist Schokosauce. Dieser arme Mann hat definitiv das falsche Gefäß ausgewählt, um mit Mentos zu experimentieren. Ja, wir wollen uns gar nicht vorstellen, was mit jemandem passiert, der sowohl Angst vor Bären als auch vor engen Räumen hat. Das geht in die Hose. Ah. Sieht aus, als hätten Minions keinen Hunger. Sind eine Banane. Wenn man das Jahr 2020 mit nur einem Video. Ey, das ist der Klatt, den hatte ich auch. Das ist so ein Spiegel von Ikea. Kennt ihr den? Video beschreiben könnte. Da und? Glück gehabt. So, alles easy. Hat er das mit Absicht gemacht? Das sah irgendwie so. Oh! Kleiner Schneesturm! Oh! Die war gut geputzt, die Tür. Diese Fotos aus Florenz könnten die beste Werbung für eine Autoversicherung sein. Der Aufdruck auf dem Sweatshirt dieses Jungen spricht für sich. Hast du schon mal gesehen, wie ein mit Mehl vollgeladener LKW explodiert? Sieht wie der Beginn eines Popkonzerts aus. Der hat zu viel Druck gehabt. Wie kann denn sowas passieren? Alter. Oh, Mutti fällt rein. Sie schreit schon so, das wird nix. Sie gerät in Panik.
Oh. Alter. Wenn wir versuchen, eine weitere TikTok-Challenge nachzumachen. Wenn man daran gewöhnt ist, die Knöpfe an der Kaffeemaschine zu drücken und zum ersten Mal seinen Kaffee selbst zu bereiten. Ein Hitzeschaden, den nicht einmal ein Kühler und frische Wärmeleitpaste verhindern könnten. Ist es Carbon oder was? Hey, Lauren, wait. Oh, oh mein Gott, I'm so sorry. Hauptsache, nicht fürs Parken bezahlt. Kann man mit diesem Boot auf eine andere Art und Weise überhaupt fortkommen? Oh Gott, das wäre ein absoluter Albtraum für mich. Ihr müsst doch das Wasser abstellen. Filmt das so doch nicht. So würde der Film Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu, aussehen, wenn man ihn in China gedreht hätte. Hey, warum schwimmen die hier einfach rüber? Können die nicht schwimmen? Ah, das kann ich mir vorstellen, weil die nicht schwimmen können. Weil sonst, warum müssen die sonst gerettet werden? Oder ist das ein krasser Sog? Ich und meine Problemlösungsfähigkeit. Nein, das alles, alles steht unter Wasser. Freunde werden in zwei Typen aufgeteilt. Diejenigen, mit denen man sowohl seine Freude als auch seine Misserfolge teilen kann. What? Und diejenigen, mit denen man sich dann auch noch zusammen darüber lustig machen kann. Nur in Musikvideos und Filmen sorgen Ventilatoren für den schönen Effekt mit verwehten Haaren. Und so passiert es im wirklichen Leben. Oh no. Ja, da muss die... Das Dreadlock... Nee, das sind Cornrows? Ich glaube, man sagt Cornrows dazu oder so. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber die müssen dann schnippischnapp. Die Schuhe gleich ausziehen und den Schuh herausziehen? Nein. Ein cooles Video drehen? Ja. Dieser Bursche wird dir ein für alle Mal beibringen, nicht so viel Zeit auf der Toilette zu verbringen. Er hat dafür... Warte, war das... Das war doch Plastikbecher. Oder nicht? Das war doch eingefügt, der Sound. Das muss dann schon... Oh, oh nein! So sieht Jenga für echte Prinzessinnen aus. Jeder Bogen verwandelt sich früher oder später wieder in ein Bündel Pferdehaare. Was ist? Interessant, ob sie ein zu Hause vergessenes Handy auch vom Balkon herunterwerfen. Was haben die da? Ein Topf? Sogar die Mikrowelle deutet dem Besitzer an, dass es an der Zeit ist, sich richtig zu ernähren. Wenn du glaubst, dass du bis zum Hals im Dreck stehst, guck dir einfach dieses Video werden, an und denk da noch so einmal darüber nach. Oh, das sind doch Spundwände. Die kenne ich. Die braucht man halt, wenn der Untergrund nicht gut ist. Aber das war jetzt nicht Treibsand, ne? Sondern einfach nur so Schlamm, aus dem man nicht mehr rausgekommen ist. Dieses Schwein sollte sich unbedingt im MMA versuchen. Oh nee, oh, rein ins Wasser, oder was? Oh nein. Ab ins Wasser. Und jetzt läuft er weg. Spoiler: Pizza auf einem Plastikblech zu backen ist keine besonders gute Idee. Stell dir zunächst diese Frage, bevor du dich anfängst, über diesen Kerl lustig zu machen. Warum ist er das denn? No. Was würdest du tun, wenn dein iPhone 13 in die Kanalisation runterfallen würde? Ich hab kein iPhone 13. Und sie flutscht zu doll rein. So stellen sich viele das Leben von Freiberuflern vor. Sind Freiberufler Selbstständige? Und so sieht es tatsächlich aus. Oh! Kleine Leck. Oh! Und rein in den Busch. Wie die Füße von Forrest Gump am dritten Tag seines dreijährigen Marathons in Wirklichkeit ausgesehen hätten. Was ist denn da los? Unglaublich. Obwohl der arme Fahrer des Geländewagens hineingefallen ist, kam aus irgendeinem Grund der LKW-Fahrer zu spät. Das war's für heute. Du fährst einfach mit deinem Auto, denkst dir nichts. Ich dachte, die crashen beide. Der arme Fahrer des Geländewagens hineingefallen ist, kam aus irgendeinem Grund der LKW-Fahrer zu spät. Was ist da los?